Hi Leute, willkommen im zweiten Part meines Vlogs, Izmir Vlogs. Und ich bin gerade in dem Busterminal von Izmir und die Reise geht jetzt, wie auch im ersten Video angekündigt, nach Kuşadası. Das ist ein beliebter Strandurlaubgebiet. Man fährt halt eine Stunde mit dem Bus. Hier sind so viele Reisebusanbieter. Das ist richtig krass hier, ey. Es geht noch bis ganz hinten. Unser Bus kommt erst in einer halben Stunde. Und ja, wieso habe ich mich jetzt für Bus entschieden? Busterminal war jetzt nicht so weit vom Hotel, von unserem Stadthotel. Und man hat jetzt für den Bus, für die Busfahrt, wie hat man bezahlt? 7 Euro. Ich dachte mir, eigentlich nicht schlecht. So mit Privattransfer hätte also ich auf Booking.com stand, dass die 90 Euro verlangen. Dann dachte ich mir, komm, Bus macht's auch eigentlich. Und die Erfahrung wollte ich auch mal machen im Bus. Und man konnte es halt easy durch die App nbrügeln.com kaufen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Hotel. Und ich brauche unbedingt Strand. Heute ist es soweit, endlich. Cocktail in der Hand am Strand. Darauf habe ich lang gewartet. Toll, das geht ja noch weiter. Ich mache mal eine andere Aufnahme. Bis nach ganz hinten. Und dann hier so. Hier stehen die ganzen Reisebusse bereit. Und jetzt viele Stände, wo man essen und trinken kann. Hier sind die Busse. Und ja. Und es gibt auch noch Souvenirs, Döner. Richtig nice.
nachdem wir über eine Stunde gefahren sind mit dem Bus, haben wir ein Taxi genommen. Von dem Busterminal von Kushadasu sind wir dann zum Hotel gefahren. Hat nur so 5 Minuten gedauert. Also zu Fuß wäre es, glaube ich, nur 30 Minuten gewesen, aber mit den Koffern wäre es zu anstrengend. Hier sieht das Hotel so aus. Richtig groß, hätte ich nicht gedacht. Sieht auch sehr modern aus, sehr neu aus. Daneben wird ein neues Hotel gebaut. Also gebaut wird jetzt aktuell nicht, aber es steht halt da. Wahrscheinlich machen die irgendwann weiter. Und ja, ich dachte mal, ich führe euch mal ein bisschen durchs Hotel und let's go! Hier ist der Eingang. Hier wurden wir auch sehr nett empfangen und unsere Koffer wurden direkt genommen und zur Rezeption gebracht. Und alles ging sehr schnell. Wir sind aber auch 14.30 Uhr so angekommen und mussten nur kurz ein Formular ausfüllen. Und dann ging es hoch ins Zimmer. Hier ist der Eingang. Direkt links ist Rezeption. Und eigentlich sieht das richtig geil aus mit den ganzen Pflanzen auch, ganz so grün. So viele Stockwerke. Da in der Mitte ist direkt auch eine Bar. Rezeption ist direkt hier. Hier sind direkt zwei Aufzüge und hier sind zwei Aufzüge. Und an den Seiten sind auch Aufzüge, also gibt es keine Probleme eigentlich hoch und runter zu kommen. Nette Sitzecken. Wie man hier sieht, originale Getränke auch noch. Richtig cool. Gibt es nicht überall, beziehungsweise gibt es echt selten. Ach ja, direkt im Erdgeschoss sind auch 4 à la carte Restaurants. Zum einen haben wir hier türkische Cuisine, also die türkische Küche. Und daneben direkt ist die asiatische Küche. Heißt Mi. Richtig schön. Und direkt daneben ist die italienische Küche. Dolce Vita. Und daneben ist die mexikanische Küche. Richtig cool. Also wir werden auf jeden Fall jeden Tag eins ausprobieren. Es ist auch in dem Paket drin. Die haben uns auch erklärt, alles ist ultra all-inclusive Konzept. Heißt alles kostenlos. Ich führe euch mal direkt raus. Oh, hier steht irgendwas mit Alchemy Cocktail Lab. Ach, hier sind die ganzen Gewürze und Alkohol. Das sieht dann interessant aus. Okay, da war ich noch nicht drin. Mal gucken, was man da machen kann überhaupt. Oh, das sieht sehr schön aus. Sweet. Ich glaube, da ist die Patisserie. Ja, steht auch da. Patisserie und Bäckerei. Richtig nice. Kommen wir gleich dazu. Aber ich wollte erstmal hier euch das von draußen zeigen. Und zwar gibt es hier links Rutschen. Und dann so Pool, wie man sehen kann. Da rechts ist unten Snackbar und ein Kopf, also das Poolbar auch. Was richtig geil ist, ist, dass da oben 16 plus ist, also eigentlich nur für Erwachsene. Wenn man Ruhe haben will vor Kindern, richtig nice gemacht. Also ich auf jeden Fall will ich das auch mal hochgehen. Da vorne ist Meer, Strand und ich muss sagen, jetzt. Also ich war vorhin da drüben und da ist wenig los. War verwundert, aber finde ich auch gut, sehr entspannt. Dagegen war es dann hier voll. Aber war, habe trotzdem Plätze finden können. Hier sieht man auch hier ist das Hauptrestaurant, was auch im unteren Geschoss ist. Führe ich euch auch noch später dahin. Gehen wir mal wieder rein. Gucken wir mal, was es in der Bäckerei so gibt.
bin da sehr gespannt. Auf jeden Fall sehe ich mal Kaffee und Zitrone. Und hier sind die Speisen. Salzige Speisen. Das ist mal Donuts, Croissants. Schnecken. Gibt's auch so Lokum. Richtig cool. Torten. Auch so türkischen Kaffee. Also kann man sich alles nehmen und dann sich hier so Platz machen. Auch am Balkon. Also richtig entspannt, sehr schön gemacht. Also, die haben das richtig modern eingerichtet hier. Also, es sieht sehr schön aus. Und wir können auch gerne mal runter gucken. Unten sind die ganzen so Bedarfsgeschäfte. Schmuck gibt's, Koffer, Taschen. Hier kann man es auch sehen. Schmuck, Koffer, Taschen, Sonnencreme. Also, was man so alles benötigen könnte. Doktor gibt's. Ja, da gibt es auch so ein Game Center, das fand ich auch richtig interessant. Hier sieht man es noch, so Geschäfte halt. Falls man was vergessen hat, kann man es hier auch holen. Aber eventuell kleiner Tipp. In der Nähe gibt es auch ein Carrefour. Das ist ein bekannter türkischer Riesensupermarkt. Da gibt es alles, aber auch günstiger. Klar, nur wenn man türkische Lira hat, dann lohnt sich das. Hier ist wohl Kids Club. Sehr interessant für Eltern mit Kindern. Hier ist ein Billardtisch. Oh, Game Set hat jetzt geschlossen. Vorhin war es noch offen. Auf jeden Fall ist es da so offen. Es sind so ein paar Games, Basketballkorbe gewesen. Vielleicht führe ich euch wieder da rein, wenn es auch mal offen hat. Wenn ich es nicht vergesse. Aber richtig interessant eingerichtet auch für Kinder. Schmuck. Da vorne ist die Spa. Was ich auch richtig gut fand, war, dass die Spa ohne Karte ist. Also du kannst deine Handtuch abholen und dann hast du deine Handtuch. Ja. Weil in vielen Hotels ist es ja so, dass man so mit Karte das abholt und ja. Hier ist also Milchshake und Smoothie Bar, was richtig cool ist. Kannst du sie Milchshake machen lassen. Und hier ist das Hauptrestaurant. Und dann gehen wir auch mal hoch ins Zimmer. Zum Strand und so, Pool, führe ich euch bis wann anders, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Ich möchte ja auch keine Leute da filmen. Würde mich selbst auch gestört fühlen. Die Aufzüge sehen so süß aus in Gold. Und ja, ich benutze mal eins der Seitenaufzüge. Das ist gut, dass so ein Riesenhotel auch einige Aufzüge hat. In meinem letzten Hotel in Manavgat, im Dreamworld Hotel, da war es ja so, dass es wenige Aufzüge gab, vielleicht vier. Dann war es schon ein bisschen anstrengend, dass man immer warten musste. Oder das Beste, was heißt Beste? Eigentlich kann man es nicht vergleichen. Ja, ich bin im dritten Stock. Was kann ich sagen? Ich war einmal in Berlin. Auch ein Riesenhotel, 7-8 Stockwerken. Da gab es nur einen Aufzug und das war Katastrophe. Ja. Und dann führe ich euch mal Richtung mein Zimmer. Hier nochmal von oben. Ich bin so verliebt in dieser Lobby. Sie sieht so gut aus. Dieses Grüne auch. Ich finde, es passt richtig gut. Hammer, echt. Hammer gemacht.
Und ja, das Zimmer von uns ist im dritten Stock, Nummer 1310. Was ich euch jetzt dann zeigen werde. So, unser Zimmer ist im sechsten Stock, die 612. Hier ist die Karte. Okay, das war laut. So, das ist ein Deluxe Sightsee. Seitlich Meerblickzimmer. Genau, hier ist das Badezimmer direkt rechts. Können wir hier mal aufmachen. Hier ist die Dusche. Schon sehr groß. Dann eine Toilette. Auch cool, dass das so abgetrennt ist, dann wird man nicht so gestört. Waschbecken. Ich. Hier ist ein Spiegel. Hier ist ein Jacuzzi, richtig special, mit Whirlpool-Funktion. Da bin ich echt gespannt, wie das sein wird. Da werde ich auch ein Video noch machen. Hier die Handtücher, so special Sachen wie Showercap, Ohrstäbchen und ja, was ich jetzt nicht brauche. So viel abschminken, glaube ich. Waschbecken, Seife, Föhn. Das finde ich hier cool. So Green Tea, Shampoo und Hair Conditioner, Showergel, Gläser. Also richtig cool. Gefällt mir. Hier ist ein Schrank für die Klamotten. Hier ist ein Tresor. Ist, glaube ich, sogar kostenlos. Auch cool. Ist auch nicht in jedem Hotel. Manche verlangen ja Geld. Hier ist ein zweiter Schrank mit extra Kissen. Oh, hier sind Pantoffeln. Cute. Schuhlöffel. Nice. Haben wir einen großen Spiegel. Hier sind da zwei Doppelbetten. Ich habe Fernseher. Hier sind auch deutsche Kanäle und so. Also wird es nicht langweilig. Also gibt es auch andere Sprachen. Hier so klassisch. Wasserkocher, Kaffee, Tee. Dann haben wir hier einen Mini-Kühlschrank, der aufgefüllt wird immer. Zum einen mit FS-Bier, Wasser, Saft, Soda, Cola, Fanta Sprite und Eistee. Richtig nice, dass es so mit Magengetränken aufgefüllt wird. In meinem letzten Hotel gab es, glaube ich, nur Wasser und Saft. Ich meine, fürs Überleben reicht's, aber das ist schon so next level. Hier haben wir noch so eine Couch, unseren Tisch. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, gefällt mir. Dann gehen wir mal aufs Balkon. Das Nice ist, dass es so mit Fliegengitter ist. Da haben wir direkt so einen Ausblick auf die Stadt. Da wird ein neues Hotel gebaut. Und hier hat man dann so seitlich einen Meerblick. Richtig schön. Ja. So ein Riesenhotel, wie man sehen kann. Hier sind es zwei Stühle, ein Tischchen. Und hier kann man was aufhängen zum Trocknen. Ja, richtig cool. Und hier Pool. Ach ja, und da, das ist der 16 Plus Bereich, also Adults Only. Da muss ich auf jeden Fall auch mal hin. Für ein bisschen Ruhe. Und ja, das war das Zimmer. Mir gefällt auf jeden Fall diese Fliegengitter, damit keine Viecher reinkommen. Wie gesagt, das ist ein Deluxe seitliche Meerblickzimmer und ja, that's all.
Das ist richtig groß. Hier sind die kalten Vorspeisen. Sehr viele verschiedene Käsesorten. Ich glaube, das ist Chi-Köfte. Geil. Hier gibt es Brot. Croutons, Kräuter. Fleischgerichte, Hähnchen. Spaghetti, Penne. Das Interessante ist, dass es Pide gibt. Frisch gemacht. Ein paar Eintöpfe. Was haben wir hier? Oh, lecker. So Reis, Spinat. Onion rings. Süßspeisen, oh, richtig geil. Milchreis. Oh. Das sieht ja. Oh. I'm shook. Also, die haben auf jeden Fall viel Auswahl. Hier ist Gemüse, Obst, Obst. Ach, hier machen sie Frischfleisch. Richtig cool. So richtig so Grillfleisch. Was haben wir da? Ach, da vorne ist Baklava. Frisches Obst, richtig cool. Ist Baklava, verschiedene Sorten. Heftig. Ich glaube, das war es sogar. Hier ist Salat. Mit Soßen. Ist Messe und so. Richtig cool. Ja, das ist das Abendessen. Auf jeden Fall haben die. Oh, die haben hier Tantuni. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Richtig geil. Mach ich mal meinen eigenen Teller.
Zum Frühstück ein paar getrocknete Sachen. Richtig gute Auswahl. Milch. Cornflakes. Leckeres Brot. Butter. Toaster. Suppe gibt's auch. Lecker. Oh, das ist noch ein fettes Sujuk. Hier wird Omelette gemacht. Was streich ich da? Frische Waffeln. Habe ich mich wohl die Wurstsachen? Ach, da. Das ist ein paar. Salami, Wurst, Fisch. Sogar Lachs haben die. Also, hier gibt es echt auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Heavy. Und Wurst. Voll viel. Und Gemüse darf ich natürlich auch nicht fehlen. Nice, dann gönn ich mir. Jetzt bin ich gespannt, wie der Bocchini hier schmeckt. Auf jeden Fall haben die auch noch andere Getränke. Espresso, Americano, Latte Macchiato, Milchkaffee und so weiter. Und hier haben die Säfte und Wasser. Nice. Jetzt verfrachte ich mich mal nach draußen zu meinem Mini-Teller. Sehr viel Auswahl, wie ihr sehen könnt. Irgendwie habe ich nicht so großen Hunger, weil ich gestern um 11 Uhr nachts noch gegessen habe. Aber ja, vielleicht nachher. Hier ist die Spa Indoor.
Schwimmbad. Anscheinend beheizt. Ja, man. Platz, ach, da kann man sogar rausschwimmen. Auch cool. Mein eigenes Ziel ist eigentlich. Hier bekommt man die Tücher, Strandtücher. Jetzt war hier Fitnessstudio. Es ist Montagabend und ich habe jetzt Lust, mal die Tokyo Bar auszutesten. Was im Stock war das? Im ersten. Hier ist zum Beispiel in der Lobby, falls ihr es sehen könnt. Das ist eine Bar, also Lobby Bar. Und die Tokyo Bar. Am Strand gibt's, also am Strand sage ich, an der Pool gibt's zwei Bars. Ich glaube, das war's dann aber auch, wenn ich mich nicht täusche. Sieht das nicht schön aus? Das ist schön beleuchtet. Und ja, fahren wir mal. Zum ersten Stock. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr warm. Und hab leider am Fuß Sonnenbrand. Man darf die türkische Sonne nicht vernachlässigen. Es ist echt immer gefährlich. Ich habe halt vergessen, die Füße einzucremen. Und ja, am Ende des Tages sehe ich dann, es ist rot. Und ja, erstmal Aloe Vera drauf geklatscht. Während ich hier noch einen Aufzug warte, kann ich vielleicht noch sagen, das Abendessen ist echt, hatten jetzt zweimal und sehr lecker. Also vor allem das, was die auf den Grill klatschen und zubereiten, ist oh, Hammer. Auf jeden Fall sehr lecker. Vor allem gutes Fleisch auch. Heute gab es Lamm. War sehr saftig, sehr. Boah. Jetzt könnte ich jeden Tag essen. Es gab heute auch noch Ente, aber nicht auf dem Grill.
Und gestern gab es Alternativspieße, das war auch die Bombe. Zwei hammermäßig. Kann ich auch jeden Tag essen. So geil ist gemacht, oder? Ich wusste es, ich bin falsch. Also Leute, nicht im ersten Stock. Was ist denn A? Was ist G? Ich meine, man muss trotzdem Treppen hochlaufen. Komisch. Aber ja, Abendessen auf jeden Fall sehr lecker. Auch die Süßspeisen. Heute hatten die Pralinen und so verschiedene Schokoladen mit Pistazie zum Beispiel gefüllt oder so Erdbeerpralinen mit Schokoladehülle, also umhüllt in Schokolade und so verschiedene Nüsse. Also auf jeden Fall sah das echt hochwertig aus. Bis jetzt muss ich sagen, essenstechnisch sehr gut. Genau, die Tokyo Bar hat kein eigenes Stockwerk. Deswegen, wenn man so sieht, ist es so. Einfach von dem ersten Stock, obwohl beziehungsweise wo Eingang ist, einfach hoch in die Treppen. Und man sieht hier Tokyo Bar 18 Uhr bis 2 Uhr. Das sieht so aus. Es riecht voll gut hier. Sehr schön. Machen die schönen Cocktails. Man kann dann hier draußen sitzen. Ich habe mich für den Gin mit Erdbeergeschmack entschieden. Ich fand das sehr interessant. Mal gucken, wie das schmeckt. Schmeckt überraschend gut. Obwohl ich kein Fan von Gin bin. Richtig nice. Mit dem Erdbeergeschmack richtig gut. Das ist, die sind sogar mit Inliner unterwegs. Also ich würde da mehrmals auf die Fresse fallen, aber das ist richtig nice. Das ist die Poolbar.
Also unter dem 10.000 nur 11.000. Ist halt eben Kühlbar. Und hier ist, kann man Snackbar. Direkt hier so. Hier kann man so Essen bestellen. Das ist zum einen so Fried Chicken, habe ich gesehen. Dann kann man hier Pizza, Wraps, Pommes und so weiter. Hier wird sogar Pizza frisch gemacht. Sehr lecker. Ja, und hier gibt's Eis. Pistazien. Caramel. Caramel normal. Oreo. Kaffee. Alles geklebt. Gestern hier gemacht. Ganz frisch. Ja. Das ist am Pool zwischen 12 und 16 Uhr. Falls ihr Mittagessen hier am Pool machen wollt, gibt es hier extra dieser Bereich hier und hier bestellt ihr dann was zu essen und die bringen es dann zum Tisch sogar. Also à la carte ist das hier richtig cool eigentlich. Habe ich auch nirgendwo erlebt bis jetzt. Muss ich auf jeden Fall auch mal testen. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre da direkt vor denen, wo ich gerade eben war. Aber nee, hier nimmt man Platz und bestellt von hier. Richtig cool. So, ich habe jetzt von dem Poolbar jetzt Essen bestellt. Also am Tisch macht man das. Da ist so ein QR-Code, da kann man sehen, was es gibt. Dann haben wir uns für Fish and Chips entschieden. Habe jetzt was anderes erwartet eigentlich, aber es sieht auch richtig gut aus. Also Präsentation, nice. Jetzt habe ich Lachs auf Pommes. Pasta Arrabbiata. Sieht auch richtig gut aus. Und dann habe ich mir Kentucky Fried Chicken ausgesucht. Sieht auch gut aus. Bin gespannt, wie das schmeckt. Und ja, auf jeden Fall, die haben noch viel mehr Auswahl. Eine genaue Liste werde ich dann auch posten.